Also das Spiel öffnet sich schon mal. Ja, also bei mir scheint es jetzt endlich wieder zu gehen. Dann sage ich jetzt endlich mal Halli, hallo, hallöle Leute. Da sind wir wieder, das Anton und der Discord. Sorry für die Verzögerung. Es gab hier irgendwie ein kleines Update für einen der Mods und es hat irgendwie alles kaputt gemacht. Den mussten wir jetzt quasi wieder downgraden auf die Version von ein paar Tagen. Und jetzt geht's wieder. Ja, bei mir zumindest. Ich hoffe, der Kufo und BB kommen dann auch drauf. Also geöffnet hat sich das Spiel. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ich muss das auch nicht bekommen. Okay. Ich denke, das wird klappen. Bob hat es schon mal angenommen. Und dann da klappt bin doch ich. Alles. Super. Ich wollte heute mir mal ein Schiffchen bauen. Ein großes, gutes Schiffchen. Und mal. Ja. Wie heißt das? Mistlands suchen gehen. Wie hieß denn eigentlich das Item, was wir vom letzten Boss bekommen haben? Ich habe einfach alles Autosort gemacht. Das ist verschwunden in irgendeiner Kiste. Und ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll mit dem neuen Item. Wie hieß denn das? Na, du brauchst das neue Item für die. Ich gehe jetzt mal suchen schnell. Du hast. Wo könnte es denn gelandet sein? Wiespältiger Geist. Ah, die Überreste von Jaglut, einem Geist, der zwischen dieser Welt und der nächsten hin und her gerissen ist. Ist es das? Richtig. Und damit musst du was bauen. Dann musst du das, was wo du das gebaut hast, dann musst du was einsammeln. Damit und daraus musst du was bauen. Echter Stein? Nee. Das müsste bei Herstellung, glaube ich, sein. Was? Ich grüße euch alle! Nur ein Xela nicht. Der ist ja immer da. Hallo Leute. Ganz ruhig, ja. Ich versuche gerade das Item zu finden, was ich jetzt herstellen muss. Schwadenbrunnen, ist es das? Lockt Schwaden an. Die kommen meist in der Nacht. Meist. Das ist zwiespältiger Geist. Soll ich das bauen? Mhm. In die Bude oder wohin? Draußen hin irgendwo. Oder wo du es hinhaben willst. Weißt du nicht, was es macht? Macht Bumm. Wenn es Gegner unlockt, ist nicht so cool. Also ich, ja, wir werden heute noch an der Bude weiter bauen, auf jeden Fall. Aber das aktuelle Ziel ist gerade, ich wollte jetzt ein Boot bauen, ein Schiffchen bauen. Und rüberziehen. Zu den Mistlands. Und da mal gucken, was es da Neues gibt. Ja. Ich zeige mal kurz den aktuellen Stand der Bude. Wie wir gestern verblieben sind. Hat sich noch nicht viel geändert. Weil ich werde ja immer angegriffen, wenn ich gerade bauen will. Da taucht immer der Sumatan auf und wirft hier Bäumstämme und so ein Zeug um sich. Also ich habe gestern noch ein bisschen Steine gesammelt und ein bisschen Holz gesammelt, wie man sieht. Ich habe hier draußen, kurz vor Feierabend, das war schon so gegen Mitternacht, habe ich nochmal so eine kleine Schneise hier reingegraben und angefangen, ein paar Bäume zu setzen, weil ich dann noch ganz viel Birkenholz brauchen werde. Und jetzt gerade habe ich das neue Objekt gebaut mit dem Boss-Loot. Der Restream-Bot. Ach so, nee, der Restream-Bot zeigt dir, was die Leute auf Twitch schreiben. Also der Xela schreibt gerade auf Twitch und du schreibst gerade auf YouTube. Na? Der Chat hier oben zeigt beides, aber der Restream-Bot hilft dir auch im Chat zu sehen, was der jeweils andere schreibt. Also der Restream-Bot schreibt bei dir auf YouTube immer rein, was der Xela gerade schreibt, und bei Twitch schreibt er rein, was du gerade schreibst. Deshalb steht da zum Beispiel da, YouTube, Doppelpunkt, Vincent Glotz, wer bist du? Und dann Twitch, Doppelpunkt, Xela, pff, und so weiter, ne? Also der zeigt euch jeweils gegenseitig an, was ihr schreibt. Beziehungsweise man kann es ja auch hier sehen, aber es gibt ja auch Zuschauer auf dem Handy, die haben dann so ein ganz kleines Bildschirm, die können das vielleicht nicht mitlesen, was da oben steht. Deshalb ist der Bot da noch mit dabei und hilft, das anzuzeigen. Das war übrigens genau, das hat er vorgeschlagen. Das war schon immer eine Option, die man einfach anklicken konnte in dem Bot. Habe ich nie drüber nachgedacht, dass man sowas machen könnte, dass man das brauchen könnte.
Er hat mich mal darauf hingewiesen. Ein Klick, bumm, was an. So, jetzt haben wir also das Ding gebaut. Moment. Wir haben auch einen Whirlpool gebaut. Gibt es dazu jetzt keinen Kommentar? Warte. Ich habe gestern Abend noch einen Whirlpool hingesetzt. Da ist der Rabe aufgetaucht. Ich wollte ihn aber erst dann wieder ansprechen, wenn ich die Aufnahme anhabe. Schade. Was hast du denn? Fürwahr ein seltsames Bauwerk. Ich frage mich, was es anlocken wird. Hocken wir eine Weile hier und warten ab, was passiert. Mir ist langweilig. Außerdem ist es nicht meine Aufgabe, bis spät in die Nacht auf deinesgleichen aufzupassen. Bleib einfach wachsam und du wirst bestimmt belohnt. Die Schwaden wollen Dunkelheit. Also wir müssen anscheinend auf die Nacht warten. Erst dann kommen die Schwaben zum Feiern raus. Ja. Die Schwaben, so ein merkwürdiges Volk. Hast du das schon gemacht? Das Gebäude gebaut und geschaut? Ich hab das schon gebaut, ne? Und geschaut, was passiert, ja? Ich hab's schon weitergemacht. Okay. Die Schwaden wollen Dunkelheit, also müssen wir quasi warten, bis Nacht ist. Können wir noch irgendwas Neues bauen in der Zwischenzeit? Barbierstelle, ne, die hatten wir schon. Den Badezuber habe ich jetzt gebaut. Steinthron, den haben wir schon. Langer, schwerer Tisch, das hatten wir jetzt auch. Drachenbett, auch schon alles. Ja, ich glaube, dann bauen wir das Boot einfach mal und transferieren das rüber in die andere Base. Was ist denn das schneller? Das ist das Langschiff, oder? Ja, das mit Eisen. Los, dann Karve und dann Langschiff. Brauchen wir Eisennägel. Eisen. Okay. Ich habe mein Eisen schon rübergebracht, glaube ich. Kann das sein? Oh, Tatsache. Ich habe, weil ich drüben irgendwie, ich glaube, ich wollte anfangen, Kisten zu bauen. Bin dann aber noch gar nicht so großartig dazugekommen. Und die größeren Kisten, die brauchen ja Eisen. Bist du eigentlich gut in diesem Spiel? Nee. Ich bin ja auch noch ganz neu. Ich lerne ja noch alles. Also. Ich bin da noch beim Durchspielen. Wo habe ich denn jetzt das Eisen hingeklatscht, ist die große Frage. Habe ich denn mein Eisen? Müssen wir wieder Eisen sammeln gehen? Oh, hier ist noch was. Gott sei Dank. Jetzt aber Eisennägel. Da. Ja, das ist das alte Haus. Das neue Haus wird ja ein bisschen größer. Hier passt leider alles nicht mehr so richtig rein. Man weiß natürlich am Anfang nicht, wie, was für Crafting-Stationen man dann noch alles bekommt im Laufe des Spiels.
Ich habe es leider ein bisschen zu klein gebaut. Deshalb ist das nächste so doch deutlich größer vom Grundriss. Deutlich. Das Boot hier rein? Kann ich es jetzt hier reinbauen und dann wieder abreißen? Damit ich die Materialien in der Hand habe? Also. Oh Gott! Ist ein bisschen größer als das kleine Floß. Ja. Also ich baue das jetzt einfach nur, um es sofort wieder abzureißen. Damit ich die Materialien dann im Inventar habe und rübernehmen kann. Macht Sinn, oder? Kann man das dann abreißen oder muss ich dann zerhacken oder sowas? Oder sollte ich es vielleicht doch lieber nicht hinbauen? Ich kenne mich damit nicht so aus, mit dem... Also mit das Floß kannst du ja nicht immer abreißen, das musst du dann per Hand zerlegen, ne? Dann nehme ich die Zutaten lieber einzeln. Auf welchen Konsolen kann man das spielen? Also, zum einen ist es halt auf Steam, also auf dem PC. Und ich glaube, die Xbox 360... Hey, wie heißen die aktuell? Die Xbox X? Irgendwie auf einer Xbox kann man das spielen. Wie heißen die? Xbox One? Ich kenne mich nicht aus. Wie heißt die aktuelle Version? Auf der kann man das spielen, glaube ich. Also die hat auch Crossplay. Also du kannst dann von der Konsole aus auch mit Leuten auf dem PC zusammenspielen. Muss man bloß in einem Server so einstellen. Also was brauchen wir jetzt? 100 Nägel, 10 Hirschfell, 40 Edelholz und 40 Rinde. Und dann brauchen wir auch noch Portalmaterialien, ne? Also nochmal ein paar Augen. Wie viel braucht man für ein Portal? Und Kerne? 2, oder? Muss aber... Ach oh Gott. Jetzt eigentlich 2 Portale bauen, ne? Oh Mann. Also. Holz habe ich drüben. Rinde nehmen wir mit. Sorte Dinger nehmen wir mit. Edelholz müsste ich eigentlich auch drüben haben, aber zur Sicherheit. Dann... Eisennägel, das Fell, 10 Fell. Ich muss dann bald mal anfangen, die Kisten drüben zu bauen, alles rüber zu schaffen. Immer lästig, wenn man so gerade zwischen zwei Bases ist und immer alles hin und her schleppen muss und hier und da ein bisschen was hat, aber nirgendwo richtig alles. Das ist lästig. Gleich mal hier das erste Portal hin. Machen wir es da? Da, wir wollen ja rüber in die Mistlands. Also nenne ich das einfach mal Dös Mist. Und dann können wir unser Schiff bauen. Das sollte ja nicht wegtreiben, oder? So wie ich das hier gebaut habe. Das hat jetzt keinen Grund, hier irgendwie wegzutreiben, oder? Edelholz fehlt. Das Edelholz fehlt.
So, jetzt aber das Langschiff. Kann ich mir dann hier reinsetzen, hoffentlich mal. Ohne dass es irgendwie wegtreibt. So. Hoffe mal, dass wir es da schaffen, auch wieder raus zu manövrieren. Und das Ding hat auch einen Lagerraum, richtig? Tatsache. Cool. Ein Hocker. Hat was. Jetzt wird es langsam dunkel. Gehen wir mal drüben gucken, was dieses Nebelschwadending da macht. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwas was anlockt. Mistland-Kreaturen? Hoffentlich nicht in meine Base rein. Ja. Was machst du? Die Schwaden wollen Dunkelheit. Einfach ein Dach drüber bauen, dann wäre es auch dunkel geworden. Na, meine ich allgemein halt Kreaturen aus den Mistlands. Also jeder Bereich hier, jedes Biom hat natürlich eigene Flora und Fauna. Hier im Grasland, da laufen diese Grauzwerge rum. Relativ schwache Kreaturen. Ich weiß nicht, ob du die hier schon gesehen hast, gestern vielleicht. Wenn man die zerschlägt, kriegt man ein bisschen Holz und Harz raus. Die sind quasi so ein halb Baumkreatur. Und wenn man dann in den Düsterwald reingeht, das nächste Biom, da hat man dann auch diese Kreaturen, aber teilweise größere und stärkere Varianten. Oh, guck mal hier. Eine Schwade. Okay, einfach bloß eine leuchtende Kugel. Und da gibt es dann Berserker-Versionen von denen, die sind viel größer. Da gibt es Schamanen-Versionen von denen, die können heilen und vergiften und sowas. Und dann kommen auch Trolle dazu. Dann gibt es weitere Biome wie den Sumpf. Da hast du dann diese Drauger, das sind wie so eine Art Orks aus Herr der Ringe. Du hast dort riesige Bäume, die rumlaufen und sowas. Also jedes Biom hat halt seine eigenen Kreaturen. Und ich hatte jetzt Angst, dass jetzt Kreaturen aus dem nächsten Biom kommen würden dadurch. Und das nächste Biom ist halt Mistlands. Die Nebellande? Nebelländer? Ich weiß es gar nicht. Also Mist im Sinne von Nebel. Das wäre ziemlich brutal gewesen, wenn jetzt einfach die Viecher aufgetaucht wären von dort. Aber anscheinend macht das nichts weiter als so ein bisschen Lichter anlocken. Sie flüstert irgendeinen Unsinn. Was kann man jetzt damit? Warum muss ich mal kurz hin? Nein, du willst ja sammeln. Ja, ich brauche jetzt die Nacht. Und sammeln. Spinnrad. Jetzt muss es doch irgendwas Neues zum Bauen geben. Irgendwas Neues. War das was an der Werkbank vielleicht? Ja, das ist an der Werkbank. An welcher ist die Frage? Die normale Werkbank. Die stinkt normal, ne? Gebündeltes Licht, das hier. Gebündeltes Licht, das selbst den dichtesten Nebel durchdringt. Ach, das brauche ich dann bestimmt, um dann halt dort irgendwas zu sehen. Richtig. Das wird bestimmt dann richtig voll mit Nebel sein, ne? Brauche ich viel von den Dingern? Eins, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das eine Haltbarkeit hat, aber ich habe erstmal plus eins gebaut. Da kannst du eigentlich relativ viele von denen machen. Und das musst du halt auch ausrüsten. Ausrüsten?
Ich dachte, das wäre ein Item, was man vielleicht verwendet, dass es was macht. Ausrüsten. Also, wie eine Axt. Wenn ich es jetzt benutze, ist es dann verbraucht? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Nee. Das ist statt dem Gürtel. Richtig. Das ist wie die Wünschelrute. Ich verstehe. Aha. Na gut, also wenn du willst, kann man jetzt schlafen legen und dann. Dann lass uns mal schlafen legen, da kann ich nämlich in Ruhe weiterbauen. Dann setze ich das mal mit Ding dem ist geil, Boot das über. Ist eine schöne Lichtquelle. Ja, okay. Gute Nacht. Ich Wo ist denn der Khufu? Hat er keinen Bock mehr oder was? Keine Ahnung. Vielleicht ging es bei ihm vor uns auch kurz hin. Dann hat er sich gedacht, kriegt euch. Hallo, wir haben hier Kinder. Doch, wir sind doch ein kinderfreundlicher Kanal. Kannst du doch nicht solche Wörter hier benutzen. Bäh. Khufu? Nee. Nee, das war ich. Achso. Ich hab hier gerade rumgemäht. Klang ein bisschen wie Khufu, weißt du? Sinnlose Geräusche und so, die assoziiere ich immer mit ihm. Apropos, mein. Dann hole ich mir jetzt den Rückenwind-Buff. Und ziehe da mal schnell übers Meer rüber, in der Hoffnung, dass ich keine Seeschlange treffe. Oink Oink ist noch da. Reparieren. Was brauchen wir denn noch alles? Also erstmal ganz klar den Buff. Das war der Buff von der Mutter, oder? Die Drachenmutter? Ja. Rückenwind. Ich frage mich, was passiert, wenn das nächste Update rauskommt und hier ein neuer Boss dazu kommt. Dann muss doch dieses Areal umgebaut werden, oder? Keine Ahnung, wie die das machen wollen. Dann müsste doch ein neuer Stein für einen weiteren Boss dazu kommen. Jagdblut. Drachenmutter. Ein bisschen Holz und etwas Portalmaterial. Müsste ich eigentlich alles hier drüben haben. Einfach mal eine Werkbank hin. Und ein Portal. Oh, woran mangelt es? Augen habe ich. Ich dachte, ich habe Augen mitgebracht. Nur genug für ein Portal oder was? Augen und Edelholz. Leute. Nie ist der Junge vorbereitet, ha? Leute. Einmal mit Profis. Augen und Edelholz. Augen und. Waren es 10 oder 20? Ich glaube 20 Edelholz. So. Jo, alles klar, Vincent. Vielleicht bis später. Tschüss.
Haben wir alles, oder? Das wird jetzt meine erste richtige Reise mit einem richtig ordentlichen Schiff. Kampflos. Und wahrscheinlich wieder irgendwie müssen wir es übers Meer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles noch innerhalb der Biome ist, was jetzt hier kommt. Kann ich nur hoffen, dass wir keiner Seeschlange begegnen. Steuere ich das überhaupt? Was macht man denn? Ein Goblin beim... Na, du gehst nie ins Haus. Ein Goblin bei mir drüben. Natürlich habe ich jetzt erstmal Gegenwind beim Rausfahren. Aber ich will jetzt noch nicht den Buff aktivieren. Den Buff vielleicht dann, wenn das offene Meer kommt. Dass ich dann ohne Rücken, dass ich dann mit Rückenwind ordentlich fahren kann. Oh mein Gott. Ich hätte es anders bauen sollen. Oh mein Gott. Das ist ja schrecklich. Wie mache ich denn das jetzt? Wenden. Du sollst dich wenden. Ich glaube, ich muss das Schiff... Kann ich das Schiff abreißen oder muss ich das zerschlagen? Ich glaube, ich habe da ein bisschen verkalkuliert hier, was die Größe angeht. Oh Gott, Leute, ich komme hier nicht mehr raus. Ey. Doch, doch, jetzt. Aber ganz, ganz schwerfällig, du. Er will nicht vorwärts. Er will vorwärts rechts rum, aber er macht es halt nicht. Immer auf Stufe 1. Ja, dann rudert er, aber 3. Das hat trotzdem nicht gereicht. Das Rudern hat nichts gebracht. Der Wind hat gerade schon ein bisschen was gebracht. Ich versuche gerade den Wind zu benutzen, um hier an dieser Ecke rauszukommen. Weil das Rudern einfach nicht wirklich was bewirkt hat. Jetzt. Komm schon. Fuck, Alter, ich setz auf oder so. Och Mann. Muss ich das jetzt zerschlagen? Kann ich es abbauen? Was ist jetzt. Wie zerlegt man jetzt ein Boot? Und kriege ich alles wieder raus oder sind die Nägel jetzt weg? Sind die Nägel dann weg? Ich hab's. Glückwunsch. Ja.
Was? Der wollte mir einen Steingolem drauf spawnen. Nee, danke. Zack, zapp, 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 darüber mit Rückenwind. Guckt euch das mal an. Deutlich schneller als mit dem Floß. Das muss ich schon sagen. Versuche jetzt einfach mal hier gerade rüber zu fahren. Hoffentlich geht das nicht schief. Wir sind jetzt auch auf dem Ozean. Man sieht oben rechts das Biom Ozean. Hier können jetzt die Seeschlangen auftauchen. Aber ich glaube, das machen sie nur bei Sturm, oder? Und wieder ein Leviathan. Den könnte man sich mal markieren. Falls man mal wieder ein bisschen Chitin braucht. Das ist das, was ich gestern erzählt habe. Ich weiß nicht, ob du da mit dabei warst. Das ist eine riesige Kreatur. Da kannst du drauf gehen, ein bisschen Chitin abbauen. Das sind quasi wie so kleine... Wie heißt denn das Zeug, was bei Schiffen dran wächst? Muscheln. Jein, nicht die Muscheln, sondern bloß diese komischen Polypen oder wie auch immer, wie das Zeug heißt. Das ist ja auch nochmal was anderes. Das ist, die wachsen ja auch auf Muscheln. Seepocken. Da hast du quasi wie so eine Art riesigen Seepocken, die kannst du abhacken. Kriegst du Chitin raus. Und nach einer Zeit bemerkt er, dass da jemand auf ihn rumhackt und geht dann wieder unter Wasser. Also ich sehe da Land, da würde ich gerne anlegen. In welche Richtung fährst du? Ach, du fährst nach da anlegen, okay. Einfach raus quasi. Sieht aus wie Ebene, ja, ist Ebene. Gut, da ist ein Dorf, da wollte man vielleicht nicht direkt drauf zielen. Wenn ich jetzt anlege, sollte ich am besten dann mein Boot zerschlagen, richtig? Um die Materialien rauszubekommen. Kannst ja nicht irgendwie festbinden oder sowas. Also zerschlagen und dann neu bauen, wenn man irgendwo anders hin will. Schätze ich mal. Oder wie macht ihr das mit euren Booten? Lasst ihr die einfach stehen? Ich habe meins verloren, das eine. Also lieber zerschlagen, bevor es weggeht, ne? Ja, meins ist... Wir sind... wollten auf so ein Vieh drauf. Oh, bitte sehr viel Sturm. Wir sind damit aufgelaufen, sind gekentert. Mhm. Und dann war es halt verkehrt rum, das ganze Schiff, und hat Schaden gekriegt und ist dann... Einfach stehen lassen, sagt der Blue Knight. Müsste ich es mir aber markieren, du. So, hier, geankert. Ich hoffe, das bleibt auch stehen. Also, es wird nicht weggetrieben, oder? Das sind diese blöden Blobbe. Blobbe? Blobs? Wenn jetzt hier Ebenen sind, dann fahre ich vielleicht gleich woanders hin. Was bringen mir die Ebenen? Leider nicht mehr viel.
Wieder ein Dorf. Was ist das für ein Wald? Ist das hier Düsterwald oder was ist das? Sieht neblig aus, aber... Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Düsterwald ist oder ob man daran die Mistlands erkennt, keine Ahnung. Ah, guck mal, hier ist so ein Totem. Jetzt habe ich endlich selber auch mal wieder ein Totem gefunden. Braucht man aber nicht mehr. Nee, das ist einfach bloß ein Düsterwald, oder? Ja, Düsterwald. Das ist ja ärgerlich. Ich dachte eigentlich, wenn ich jetzt von hier aus weiter raus segle, dann muss ich doch quasi zwangsläufig auf Mistlands stoßen, oder? Stinknormaler Düsterwald. Bist du schon bei dir unten irgendwo in den Mistlands angekommen? PP? Ich nochmal. Ob du schon bei dir irgendwo auf Mistlands gestoßen bist? Nein. Weißt, beim BP war so ein kleines Eckchen bei dem ganzen. Oh, was ist das hier? Was ist das für ein Ping? Achso, das war ich gerade. Beim Kufu war da hinten irgendwie so ein kleines Stück, ne? Mhm. Das hier, oder? Nee. Ich hatte gerade gejagt. Wie sieht denn das aus auf der Map? Das hier? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, aber irgendwo hat er gesagt, hatte der Mistlands. Ist ja noch eine kleine Insel, oder? Hier ist er schon wieder vorbei. Aber da ist schon wieder Land da hinten. Könnte sein, dass es da lang kommt. Und was ist das hier? Ist das einfach nur Wetter oder sind das die Mistlands? Das ist. Ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, so weit. Guck mal, das ist so eine richtige Nebelwolke. Sogar am Land hier. Das könnte es sein. Oder guck mal, hier wird's lila. Hier wird's lila. Dieses lila ist es. Das ist es doch, oder? Warte mal. Guck mal, was ist das denn? Diese uralte Wurzel strahlt Energie aus. Das ist es doch, oder? Kann man die? Nee, kann man nicht. Da ist der Rabe. Nebellande! Ich bin in den Nebellanden! Ich wusste doch, also wie weiter man rausgeht, ne? Ist ja logisch. Du startest ja quasi in der Mitte, wo nur Grasland und Düsterwald ist und so. Und wie weiter du rausgehst, kann dann kommen Sumpf und Ebenen und dann Mistlands. Und dann müssten auch irgendwann die Ashworlds hier auftauchen, glaube ich. Und jetzt sind wir endlich in den Nebellanden. Die Wurzeln der alten Esche mögen vom Stamm abgetrennt worden sein, aber sie haben offenbar immer noch Magie in sich. Selbstverständlich vermag keine deiner Waffen die Rinde zu durchdringen. Du brauchst etwas Besseres, etwas von besserem Handwerk. Okay, also wir können dieses Holz noch nicht ernten, oder wie?
Alter, wie sieht's denn hier aus? Ich sehe nicht mal einen Boden. Ich weiß nicht, ob ich da langlaufen kann. Kann man hier was abhacken? Ganz normaler Stein. Oh, wir sind in den Nebellanden und es ist gerade Nacht. War das so eine gute Idee, hier bei Nacht herzukommen? Ich gehe erstmal wieder raus. Ich gehe jetzt erstmal hier wieder raus und suche mir erstmal eine Stelle, wo ich Portal aufmachen kann. Eine kleine Bude bauen und da ein Portal reinstellen. Ich denke, das ist gerade ganz, ganz wichtig. Bevor der Zoomer dann auftaucht und mir Wölfe spawnt. Dös Mist. Brauchen wir noch ein bisschen extra Holz? Kiefer. Gibt es hier keine normalen Bäume? Die hier. Ein bisschen extra Holz. Wir bauen ein paar Palisaden drum und ein simples Dach. Ach, die geben Holz. Hier ist irgendwas passiert. Ich glaube, die Skelette haben hier dann gegen die... Ach ja, da ist sogar eine... Hier ist ein Kupfervorkommen und direkt eine Mine. Falls man mal Sotlingskerne bräuchte oder so. Markiere ich mich vielleicht, ich gehe mal später rein. Nur so zum Spaß. Hier steckt ein Skelett... Im Kupfervorkommen. Seht ihr das? Dann wieder. Ja, aus dem Kupfervorkommen hat er rausgeschossen. Hatten wir schon einmal, Tatsache. So, und wo ist jetzt das Portal? Den will ich mir auch markieren. Und wenn die Nacht rum ist, dann wagen wir uns das erste Mal in die Nebellande. Bin ich gespannt, was da drinnen auf uns wartet. Den Schamanen habe ich gesehen, der Berserker kam irgendwie aus dem Schatten. Einfach aus dem Nichts. Ja, ein kleines Türchen oder Torchen. Sowas? Noch ein bisschen Holz. Geben die auch normales Holz oder geben die nur das dunkle Holz? Bei den Birken kriegt man, glaube ich, ein bisschen normales mit. Ja, okay.
So. Restholz können wir uns jetzt aus der Bude holen. Ups, aus der Bude holen. Dann mache ich noch ein kleines Dach drüber. Und dann reicht das ja so, als kleiner Außenposten. Was für ein Wetter. Wolltest du dich schlafen legen oder machst du gerade was? Ich bin gerade am Bauen, aber wir können uns auch schlafen legen. Ja, wie du magst. Dann lass uns schlafen legen. Dann machen wir das. Bin gespannt, was da drinnen jetzt auf uns wartet. Vor allem hat der Kufo gesagt, der war schon mal in den Mistlanden. Der hat auch schon das Holz aus den Mistlanden. Der hat auch schon die Schwarzmetall-Spitzhacke, mit die man das Holz dafür braucht. Und das hatte der alles schon, bevor wir überhaupt den Boss gemacht haben von den Ebenen. Bevor wir den Jaglut gemacht haben. Frage mich, wie er das gemacht hat.